Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lila Konfetti. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Spielrunde und zwar zum vierten Video dieser Woche. Dann schließen wir die dritte Märzwoche ab, aber dieser Bein da fehlt noch. Und zwar sind hier die Kategorien vertreten: Anschaffungen, Technik, Haus und Lebensmittel. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten heute einfach direkt mal rein. Ich habe gar nichts zu sagen, außer dass ihr mir am Ende doch gerne einen Kommentar hinterlassen könnt oder einen Daumen nach oben. Damit unterstützt ihr mich immer. Und ja, so viel dazu. Wir starten mit Cozy Moments. Und hier bin ich direkt am Überlegen, was ich denn heute mache. Denn wir haben hier halt noch die 10 und die 8 Euro offen. Das sind natürlich recht hohe Beträge, aber eben auch noch drei Lose. Und das kann ja auch immer recht teuer werden, je nachdem. Aber ich glaube, ich habe Lust, ein Los zu ziehen. Vor allem, weil es halt noch drei Stück sind und ich habe noch gar keins gezogen. Starten wir heute einfach mal mit einem Los. Und zwar sind da bei mir gelbe Lose dabei gewesen. Genau. So. Zack. Zack. Und dann gucken wir mal, was das für uns bereithält. Die 186 sind 15 Euro. Ja, so viel dazu. 15 Euro wandern hier heute rein. Hier sind 4 Euro nur drin, ne? Ja, schade. Ja, aber jetzt habe ich überlegt, ob ich noch was abstreiche, damit ich das Kleingeld tauschen kann. Aber 15 Euro reichen einfach. Nehme ich mal die 5 raus. Und packe hier 20 Euro rein. Genau, es ist ja auch für eine sinnvolle Kategorie, ne? Also Anschaffung ist bei mir alles, was so mit meiner Wohnung hier zu tun hat, wenn man mal irgendwie was braucht und mal zu Ikea fährt oder Deko oder so etwas. Und das ist ja, kann ja durchaus immer teuer werden. Genau, deswegen ist es ganz gut, dass da ein bisschen Geld reinkommt. So, das spattet. Ja, ich brauche die Karten eigentlich nicht mischen, ne? Ist doch eigentlich, ich ziehe ja eh eins aus der Mitte. So. Das Spatett, da schauen wir mal. Da haben wir zum einen diesen süßen Fuchs. Ach, und das Nashorn. Auch super süß. So, ich würfle einmal, um welche Kategorie es heute geht. Irgendwie habe ich hier nicht so viel Platz heute. So, 2. Das heißt, wir vergleichen das Gewicht. Und der Fuchs wiegt 8 Kilo. Und das Nashorn wiegt 3600 Kilo. Ja, wir sparen also die 4 Euro vom Nashorn. So, das kommt hier wieder rein. Das kommt hier wieder rein. So. Genau, 38 Euro sind hier schon drin, plus 4. Dann bin ich bei 42. Dann nehme ich 1 Euro raus und tue 5 Euro rein. Achso, ja, ich war gerade verwirrt, weil, also irgendwie sah das gerade so aus, als wäre da noch mehr Kleingeld drin. Aber es passt so. So, dann kommen wir zum Spar-Arcana. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so toll. Das ist von... Achso. So viel dazu. Also, Cozy Moments ist von Susan von Gemeinsam Sparen. Das Spartett ist von Steffi von Lebe Kreativ. Und jetzt kommen wir zum Spar-Arcana von Niki von NJNTJ Design. Und da sind diese wunderbaren Karten dabei. Und dann schauen wir jetzt mal, was wir hier so gewahrsagt bekommen. Wahrgesagt bekommen. Das macht mehr Sinn, oder? Wie ist das Verb zu wahrsagen? Man weiß es nicht. Wahrsagen ist ja ein Verb, aber also egal. Lassen wir das. Also, ich ziehe eine Karte für die Gegenwart. Das ist dieser süße Geist. Ich ziehe eine Karte für die Vergangenheit. Das ist diese Villa. Na. Geh da doch rein. So, und ich ziehe eine Karte für die Zukunft.
Die Kerzen, die hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Und hier ist mir leider die Fotoecke direkt kaputt gegangen. Ich habe das Spiel noch nicht lange, nein. Ich habe es einfach direkt geschafft. So, wir schauen mal. Was sagt denn der Gegenwartsgeist? Sparbetrag 6 Euro. Okay, oh, ja gut. Ich lege sie mal hier daneben. Ich weiß ja, dass es für die Zukunft ist. 6 Euro. So, aber was sagt denn The Haunted Cottage, was in der Vergangenheit passiert ist, über unseren gegenwärtigen Sparbetrag? Mal schauen. Wo ist das? Da. Vergangenheit. Wahrsagungen sind unberechenbar. Zufall entscheidet, ob Zukunftswahrsagung eintrifft oder nicht. Okay, dann schauen wir mal die Kerzen. Was ist denn in der Zukunft? Da, Zukunft. Wenn die 13 im Spiel ist, dann liegt Glück und Pech dicht beieinander. Spare 3 Euro weniger ein. Ach so, weil das 13 Kerzen sind, deswegen die 13. Okay. The 13 Candles. Ja, okay, ich verstehe. Gut, also ich würde 3 Euro weniger sparen, wenn es denn eintrifft. Aber weil der Zukunft ja entscheidet, ob das jetzt eintrifft oder nicht, würde ich sagen, würfeln wir einmal. Und bei einer geraden Zahl trifft sie ein und bei einer ungeraden Zahl trifft es nicht ein. Okay, weil dann haben wir diese Zufallsentscheidung. Also, wir finden, es ist eine 5, das heißt, es trifft nicht ein. Das heißt, ich spare nicht 3 Euro weniger, sondern die 6 Euro vom Geist. Hoffe, das hat jetzt einigermaßen Sinn gemacht. Was habe ich gesagt? 6 Euro. Ja, das reicht auch. Genau. So. Plus 6, dann bin ich hier schon bei 28 Euro. Also 5. 6 und ich glaube, dann tausche ich noch mal 20 Euro ein. Ah ja, da sind noch die 2 Euro. Dann sind es 28. Ja, passt alles. So, ach, das hatte ich letzte Mal hier auch schon mal, dass es irgendwie so ganz knapp in die Hülle reinpasst. So, jetzt ist es zu. Und wir kommen zur nächsten Kategorie, und zwar die Lebensmittel. Und mit Lebensmittel ist hier gemeint alles, was so Auswärtsessen angeht. Wenn ich meinen Freund mal zum Essen einlade oder wenn wir uns was vom Bäcker holen oder ich irgendwann sage, komm, ich hole uns mal was von Subway. Das passiert alles sehr häufig. Und da haben wir als erstes die Challenge von Susan von Gemeinsam Sparen, die Kaffeekränzchen. Und da habe ich hier erstmal noch die 2 Euro. Die streichen wir auf jeden Fall ab und dürfen dann nämlich einmal das Feld freirubbeln. So, 2 Euro. Und dann erfahren wir, was diese Eule am liebsten trinkt. Und das sieht mir doch aus wie heiße Schokolade, ne? So, ich saug das einmal weg. Genau. Da ist auf jeden Fall so ein kleiner Lebkuchenmann drauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Naja, nicht so gut. Aber, und Zimt kann ich erkennen. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. So, und ich würde sagen, dann habe ich ja jetzt noch hier die Eule in der Mitte. Und da habe ich jetzt noch gar nicht gestartet. Da würde ich auf jeden Fall die 5 Euro mal mitnehmen. Sind 7. Und die 4 nehme ich auch noch mit. So, sind 11 Euro. 7. Ja, sind 11 Euro, die heute reinwandern. Und auch hier schaue ich mal eben, ob ich was tauschen kann. Also 10. Nein, 10. 11 Euro kommen rein. Ach so, und dann sind es 4, ne? Oh, aber so, 50 Euro tausche ich nämlich einmal. Nämlich gerade wieder sehr viele 50er, weil ich meine ganzen Platzhalter eingetauscht habe. Und in den Umschlägen, wo halt jetzt Platzhalter drin sind, waren halt viele 50-Euro-Scheine, weil ich da das Geld so groß wie möglich halt drin hatte. Deswegen, ja, so, aber so müsste es passen. Oder? 50, 70, 74 Euro?
Ja gut, hier sind ja noch 10, 20, 30. Ja, das kommt wohin? 30. Was habe ich gesagt? 50, 70. Ja, das passt, das passt. So, das ist doch der Nachteil, wenn man nicht trackt. Aber gut. So, wir kommen zu einer Challenge von Andrea von Spaß am Sparen, beziehungsweise ihr Etsy-Shop heißt Andrea Gumoll. Und da habe ich mir dieses Häschen jetzt ausgesucht. Das ist aus ihrem Jahreskalender, wo immer, also so ein Kalender, wo immer zwei Challenges pro Monat drin waren. Und das war jetzt eine aus dem März. Und zwar würfelt man hier mit einem Würfel seiner Wahl und trägt es in die Eier ein und darf dann am Ende hier frei rubbeln. Und ich habe mich dazu entschieden mit, wartet, wartet, hier. Mit einem Achterwürfel zu würfeln, denn ich finde, die Achterwürfel sind hier in den Spielen, die wir alle so spielen. Ich gucke ja auch genug YouTube-Videos davon. Wirklich genug. Einfach ein bisschen underrated. Die gibt es irgendwie super selten und deswegen dachte ich mir, hier nutze ich einen Achterwürfel. So, und der Würfel wollte hier schon loslegen. Dann schauen wir mal. Eine 6. Und einmal noch für das Blaue. Eine 4. Sehr gut, dann kommen hier direkt genau 10 Euro rein. Und genau, wenn ich dann immer jeweils zweimal würfel, dann kann ich am Ende noch frei rubbeln. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt noch ein Sparbetrag dann drunter ist oder irgendwas anderes. Ich bin sehr gespannt. Aber wir werden es voraussichtlich Ende März erfahren. Ende März, Ende, also in 4 Wochen halt. Anfang April. Genau, so, 10 Euro. Und dann kommen wir noch zu einem Spiel, und zwar das süße Sparcafé von That Organized Lady. Genau, hier sind wir. Und ich würfel einmal. Eine 1. Oh, Vanille für 50 Cent. Dann schauen wir mal, für welches Rezept ich hier Vanille brauche. So, Vanille. Hier oben auch. Ja, ich bin mir nicht sicher, was es für ein Kuchen ist. Vielleicht Brownies oder sowas? Vanille für 50 Cent. Das tippe ich mal eben hier nebenbei in meinen Taschenrechner mit ein, damit ich mir das merken kann. So, eine 3. Eins, zwei, drei. Da komme ich auf Salz. Ja, 1 Euro, genau, das passt. 50 Cent plus 50 Cent. Salz. Ah, Salz brauche ich noch für meine Donuts hier. Und dann habe ich nämlich bei den Donuts hier oben schon alles voll und brauche jetzt nur noch die Spezialzutaten, die hier auf der Rückseite zu finden sind. Das heißt, ich brauche zwei Fragezeichenfelder. Dann kann ich die Donuts abschließen. Yay. Ich hatte übrigens heute Donuts gegessen auf der Arbeit. Das hatte eine Kollegin Geburtstag und dann geben wir immer ja im Mitarbeiterzimmer was aus und meistens sind dann halt einfach so ja ein paar Kinderriegel und sowas, ne, so Süßigkeiten oder der ein oder andere hat auch mal einen Kuchen gebacken und ja, die Kollegin sagte wohl, sie hätte gestern keine Zeit mehr plötzlich gehabt, weil die Kinder dann irgendwie was brauchten oder so und dann hat sie es nicht mehr geschafft, einen Kuchen zu backen und hat improvisiert und hat uns Donuts gekauft. Ich war begeistert. Ich liebe Donuts, wirklich. Da hat mein Tag schon mal gut gestartet gehabt. So, wir spielen mal weiter hier. Eine 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf und kommen für 1,50 auf Milch. Und die brauche ich zum Beispiel hier oben. Hier oben für die Pancakes. Pancakes esse ich auch sehr gerne. Ja. Also plus 1,50 € sind 2,50 €. Da können wir noch mal. Eine 2. Eins, zwei. Das ist die Butter. Ach, jetzt wollte ich da auf der Rückseite schon schauen. Butter brauchen wir nicht in die Pancakes, in die Brownies. Könnten wir die Butter reinmachen? Ja. Machen wir das mal. Plus 2 sind 4,50 €. Einmal noch. Eins. Eier für 3 Euro. 7,50 €. Gut. Brauchen wir auch für die Pancakes und für die Brownies. Und da entscheide ich mich oben für die Pancakes. Genau. So, das darf ein bisschen trocknen. 7,50 €.
kommen heute ins süße Sparcafé. Ich track das mal eben hier unten. Plus 7,50 Euro. Dann bin ich bei 42,50 Euro. 50 Cent. So. Zack. Dann kommt das hier wieder rein. Und der Tracker auch. So. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Technik. Und hier seht ihr zum Beispiel einen der Platzhalter. Und in Technik hatte ich halt statt 100 Euro hatte ich halt 2 50-Euro-Scheine. Und die sind halt jetzt hier drin, weil ich halt hier den Platzhalter reingetan habe und dafür eben ja, weniger Geld von der Bank abhole. Und ja, das genau, deswegen der Struggle mit den 50-Euro-Scheinen. So, die Miriam und Lillian, die würde ich ja jetzt gerne demnächst abschließen. Genauso wie das Iglu bauen gleich. Aber erstmal sind wir hier. Ja, komm, okay. Ich rubbel jetzt das letzte Feld auf. Ich weiß halt, was da drunter ist, deswegen habe ich ein bisschen gezögert. Genau, diese beiden Challenges sind von Franzi, vom Kreatives Stübchen. Genau, so. Oh, Taschenrechner mal noch hier zur Seite. Ich sauge eben. Genau, so. 10 Euro sind da nämlich drunter. Der Betrag hatte nämlich noch gefehlt, weil hier unten steht nämlich 40 Euro und dann 3 bis 10 Euro sind unter den Rubbelstickern versteckt. Und ja, die 10 war noch nicht dabei gewesen. So, die Challenge kommt weg, aber das Geld kommt noch nicht hier raus, sondern erst, wenn wir auch die Lilien hier beendet haben. Aber jetzt tue ich die nach vorne. Und ich habe hier noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt, die Zahlen sind hier nämlich in weiß geschrieben. Ich musste auch immer sehr genau hinschauen. 10, 16, 18 Euro sind hier noch offen. Gut, ich habe ja jetzt noch 2 Wochen. Genau, in der Zeit sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und dann habe ich hier das Igloo bauen. Das ist auch aus diesem Kalender von Andrea, von der Andrea von Spaß am Sparen, aus dem Januar. Ja, wir machen dann mal heute weiter. Und zwar habe ich hier an die 12 Euro gedacht, weil das einfach der mittlere Betrag ist. Habe dann noch die 17 und die 7 offen. Genau, ich habe mir nämlich hier eigene Beträge einfach reingeschrieben. Ich wollte das mal ausprobieren und habe mir quasi selber so eine Abstreich-Challenge gebastelt. Genau, so, ich muss mal eben den Stift haben. Ich habe hier nämlich sämtliche Stifte hingelegt. Außer die. Weil ich dachte, ach, die brauchst du gar nicht. Ja, doch. Dafür brauche ich sie doch. So, das kommt mal immer hier zur Seite und dann kommen hier jetzt, also male ich erstmal die 12 aus. Genau, und dann kommen die heute hier rein. Hier kann ich glaube ich auch mal wechseln. 20, 30, 40, 50, 60. Also 10 Euro würden dazukommen. Dann wechsle ich die beiden. Ach, 12 Euro würden dazu kommen. So, dann wechsle ich die beiden gegen einen 20er. Und 20, 30, 40, 50 Euro gegen einen 50-Euro-Schein. Huch. So, damit ist das fertig. Und auch das möchte ich halt eben jetzt in 2 Wochen dann beenden. Aber ich habe ja noch 2 Wochen und 2 Igloos und dann ist das auch geschafft. Ende März. Die Januar-Challenge. Gut, soviel dazu. Kommen wir zur letzten Kategorie und zwar, mein Magnet verrutscht hier, der Kategorie Haus. Und genau, das ist einfach dafür gedacht, wenn wir da mal irgendwann ein Haus kaufen oder bauen wollen, dass man da neben dem Bausparvertrag noch ein bisschen was anspart. Kann ja nicht schaden. Und da habe ich eben das Adventure of Budgeting drin. Von Conny, von Budget Magic. Und hier rubbeln wir mal ein Feld frei. Und das sagt uns dann nämlich, was wir heute spielen dürfen. Und es ist die Würfel-Challenge. Okay, das wird einmal weggesaugt. So, und die Würfel-Challenge.
Challenge. Nee, das ist Tombola. Das ist Adventure Würfeln. Genau. Habe ich noch zwei Felder offen. Da würfelt man mit einem 20er. Da. Und dann mal schauen, was dabei rumkommt. Eine 5. Sehr gut. Und ich würde sagen, da können wir dann noch mal ein Feld freirubbeln und noch eine zweite Challenge spielen. Und zwar hier. Oh, 6 €. Okay, noch mal saugen. Das war ein bisschen hartnäckig. So, da kommen dann jetzt heute 11 € rein. Genau, das reicht dann auch. So. Hier bin ich gerade bei 89, aber ich glaube, ja, hier ist 1 € zu viel drin. Das heißt, ich muss nur 10 € reinpacken. Kugelschreiber, da hat er sich versteckt. Also plus 11 sind dann 100. 98 plus 11. Ja, sind 100. Sehr gut. Das bedeutet, ich kann hier einmal das Geld rausnehmen. Boah, perfekt. Ich wusste, dass ich da nah dran bin an den 100. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt durch Zufall halt auch noch passt. Sehr gut. Das heißt, das kommt hier rein. Wieder. Und das Geld packe ich jetzt nicht in die Folie, sondern hier vorne rein. Zu dem Spartopf einfach. Und dann kann ich das bei Gelegenheit mal zur Bank bringen. Sind jetzt schon 200 € drin. Ja, mal gucken. Oh, hier habe ich noch den Sparfuchs drin. Ja, damit könnte ich das natürlich auch tracken, ne? Weil da, also. Ja, egal. Ich mache das jetzt weiter erstmal hier mit. Genau, das war so eine, ist so eine ganz, ganz, ganz alte Challenge von Susan, um seinen Wasserhaushalt quasi zu tracken. Ja, ich nutze es einfach hier als Tracker, um zu sehen, wie viel in dem Haussparttopf drin ist. Und genau, das male ich jetzt mal hier einen in dunkelblau aus. Genau, ein Tropfen sind nämlich 50 €. Und da ich 100 reingetan habe, darf ich zwei Tropfen ausmalen. Und einen pink. Huch, nein, andere Seite. Genau, dann sind hier schon 200 € drin. Das ist sehr gut. So, und dann war es das nämlich mit diesem Video. Ich verabschiede mich von euch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und genau, oh, hier hat sich noch 1 € versteckt. Ich hoffe, der war hiervon und nicht, ist jetzt nicht hier irgendwo rausgefallen. Ja, wir werden es sehen. Genau, wie gesagt, ich verabschiede mich von euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.